Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute einmal etwas über das Ausbalancieren der linken Hand am Cello erzählen. Sie werden sich wahrscheinlich denken, was soll denn das jetzt? Ich greife hier an den Hals, was soll denn daran balanciert sein? Das Gewicht ist doch hier drüben, der Arm ist doch schwer, es muss hochgehalten werden. Ja, das ist schon richtig einerseits, aber andererseits kann man sich in der richtigen Stellung eben die Sache auch mit sehr wenig Kraft zustande bringen. Wollen wir uns einmal folgende Dinge vor Augen führen. Wenn ich meine Hand mit einem sehr tiefen Arm auf das Griffbrett stelle, wobei ich jetzt gar nicht mehr von ich stelle meine Hand auf das Griffbrett reden würde, sondern ich würde sagen, ich hänge meine Hand ans Griffbrett, dann verwende ich meine Finger ja sozusagen als Haken, an denen ich mich aufhänge. Und diese Haken können deswegen halten, weil die Beugemuskeln der Finger angespannt sind. Sehen Sie das nochmal so? Jetzt, wenn ich jetzt nachgeben würde mit meinen Fingern, dann würde Folgendes passieren, dann würden schlicht und einfach die Hand runterfallen. Ich kann natürlich auch den Arm mit meiner Muskelkraft des Arms hochhalten. Ja? Das kann ich natürlich auch machen, aber zunächst einmal, schauen Sie mal, wenn ich das nicht tue, dann müsste ich jetzt mit den Fingern mich dranhängen und sobald ich loslasse, würde der Arm runterfallen. Es gäbe auch ein anderes Beispiel, das wäre, wenn ich meinen Arm so hoch nehme, dass ich jetzt die Streckmuskeln meiner Finger anstrengen muss, damit die Hand auf dem Griffbrett bleibt. Wenn ich jetzt loslasse, schauen Sie mal, dann würden die Finger so rum nachgeben. Und das kann es ja wohl auch nicht sein. Und jetzt können Sie sich vorstellen, gibt es dazwischen einen Mittelweg. Und der besteht einfach darin, dass ich den Arm in eine Höhe bringe, in der weder die Streckmuskeln noch die Beugemuskeln übermäßig angestrengt werden müssen, um mich mit der Hand darauf zu stellen. Und das würde ich jetzt nennen, ein Stehen der Hand im Gleichgewicht auf dem Griffbrett. Es wird oft eine Weile brauchen, bis man so lange in den Arm hineingespürt hat, dass man wirklich merkt, aha, hier ist dieser Punkt erreicht. Ich bin dann manchmal auch schon eine Viertelstunde dran gesessen und habe einfach mal bloß gespürt und mit verschiedenen Höhen gespielt, um das rauszubekommen. Früher oder später bekommt man es heraus und ich kann Ihnen sagen, das ist letztlich eine Möglichkeit, die Hand aktiv zu machen, weil sie jetzt auf übermäßige Anstrengung in einer Art, wie sie nicht sein muss, verzichten können. Eine solche Handstellung wird Ihnen auf jeden Fall auch ermöglichen, dass Sie in großer Mühelosigkeit eine Weiterlage zustande bringen. Sehen Sie das? Ich bringe meinen Ellenbogen leicht nach vorne und kann meinen Finger strecken. Jetzt kann ich den Abstand vom ersten zum zweiten Finger gut bewerkstelligen. Das geht, ohne dass ich mich jetzt groß abmühen muss deswegen. Also, zunächst einmal, finden Sie die richtige Höhe des Arms heraus, ja, und machen Sie für die weite Lage den Ellbogen leicht nach vorne. Das war jetzt in kurzen Worten erklärt, aber ich denke mal, es wird Sie eine Weile beschäftigen, bis Sie das rausbekommen haben. Aber ich kann Ihnen versichern, es lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuschauen.